Auf die Plätze. Fertig. Los. Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg ermitteln die Leichtathleten in ihren Disziplinen Deutschlands Beste. Und mittendrin die Mädels der Karl-von-Weinberg-Schule mit unserer Hauptstadtsport-TV-Cam. Also gestern hat unser Trainer uns interviewt. Dann haben wir noch am Brandenburger Tor haben wir Sachen gefilmt. Dann, glaube ich, am Reichstag wurde auch was gefilmt. Ich gehe mal davon aus, dass wir morgen die Fußballer filmen werden. Also wir gehen zu Hessen. Also unsere Fußballer spielen da auch von der Schule. Allerhand Programm also. 3 Tage lassen uns die Schüler aus Frankfurt am Main hinter die Kulissen blicken. Filmen sich selbst und andere. Wie zum Beispiel ihn hier, Göktu Yagut aus Rheinland-Pfalz. Große Rollstuhlkunst. Ja, meine Lehrerin hat mir auch ein paar Tricks beigebracht, dass ich auch kippen kann, Treppen runterfahren. Übung macht den Meister. Man muss einfach von hinten annehmen, von hinten halt an Greifring halten und dann halt nach vorne fahren. Dann halt muss man sich halt balancieren da. Ja, klingt doch ganz leicht. Am liebsten fährt Göktu aber um die Wette. Bei den Leichtathleten treten Jahr für Jahr die Schüler mit und ohne Handicap gemeinsam an. Das motiviert und bringt zusammen. Das macht auf jeden Fall Spaß mit anderen hier zusammen Spaß zu machen. Ja. Also ich finde, Sportler ist Sportler. Da gibt es keine Behinderung, sag ich mal. Jeder macht das, was er am besten kann und wie er es am besten kann. Ja, auf jeden Fall. Man kommt ins Gespräch und wenn man mit Leuten, sag ich jetzt mal, die laufen können, dann erklärt man denen das, was man hat, wenn die es wissen wollen. Also ja, man kommt ins Gespräch. Erster Eindruck ist, geiles Stadion, viele Leute und schöne Stadt. Das Highlight Berlin vereint. Und dank unserer Kameramädels ist Hauptstadtsport TV dieses Jahr nicht nur dabei, sondern mittendrin.